Lencom, 16. Hauptquartier an. Gefechtskommandanten G-Zone A9. Geheimdienst hat Daten über sowjetische Bewegungen abgefangen. Brücken in der Nähe von zentraler Bedeutung für Sowjets. Brücken schnellstmöglich zerstören. Tanja unterwegs als Verstärkung. Muss unbedingt überleben. Bestätigung Code 1612. Sowas wird auch vorkommen, vor allem in der sowjetischen Kampagne. Denn in der sowjetischen Kampagne ist es tatsächlich so, zumindest in der PC-Version, dass bis auf die Cutscene für die erste Mission sämtliche Cutscenes, einschließlich die für die letzte Mission, allesamt bei der PC-Version entfernt wurden und durch solche Texte ersetzt wurden. Fragt mich nicht, warum das so ist, ja, weil in der PlayStation-Variante ist das definitiv nicht so. Ja, Sir. Ich weiß echt nicht, was sie sich dabei gedacht haben, das auf der PC-Version zu entfernen. Könnte vielleicht daran liegen, weil die sowjetische Kampagne dezent brutaler ist. Aber so brutal ist es nicht, also da kenne ich wirklich brutalere Spiele. So, den Sanitäter haben wir schon mal befreit, das ist ganz gut. Hier haben wir unsere die Objekte der Begierde und ihr seht, Tanja kann auch Brücken zerstören. Also das ist auch neu, dass die Kommandoeinheiten, also Tanja, jetzt in der Lage sind, die Brücken zu zerstören. Das konnte ja der Kommando, a.k.a. Havoc, in Tiberium-Konflikt ja noch nicht. Also Tanja ist nach Havoc in Tiberium-Konflikt, ich sag jetzt einfach mal Havoc, also wenn ihr Renegade geguckt habt, wisst ihr, was ich meine. Dem einzigen Ego-Shooter aus der Command & Conquer-Reihe. Ansonsten verlinke ich, wie gesagt, alle vorhandenen Projekte, ich habe es hier noch gar nicht gesagt, aber generell. Ich werde sämtliche vorigen Projekte, also sprich die Playlists, so wie die ersten Parts, in die Videobeschreibung packen. Also falls ihr den Tiberium-Konflikt auf Seiten der CDI oder von Mod noch nicht gesehen haben solltet, oder Renegade, könnt ihr da gerne dann nochmal reinschauen und euch das in aller Seelenruhe anschauen. Also daran sollte es nun wirklich nicht scheitern. Und ich freue mich auf jeden Fall über jeden Kommentar, jeden Like und jede jegliche Art von Rückmeldung. Das freut mich dann auch. Übrigens auch über Dislikes könnte ich mich freuen. Auch wenn ich hier Dislikes, ich sag mal so, ich mag Likes natürlich viel lieber, ganz klar. Aber Dislikes, ja, die helfen ja einem auch, also von daher. Es geht ja wirklich nur darum, dass man in der Suchleiste besser gefunden wird. Deswegen, also als ich gesehen habe, dass 16 Parts von Bioshock Infinite gedisliked wurden, da habe ich mir nur gedacht, ach ja, schön. Und? Was interessiert mich das? Ja, ich finde, ich kann einfach nur über sowas lachen. Also, ja. Das interessiert mich gar nicht mehr. Okay, wir zerstören mal diesen Flammenturm, die übrigens tödlich sind für Infanteristen. Deswegen haben wir nämlich die Artillerie hier dabei, a.k.a. Hammer der Gnade im Tiberien-Konflikt. Hier müssen wir vorsichtig sein, wie ihr seht. Hier ist noch ein weiterer Sanitäter und ein Invasor, beziehungsweise hier heißt er natürlich hier Ingenieur, klar, weil das die gepatchte Version ist, genauso wie im Tiberium-Konflikt. Was ist? Ja, was ist? Das Blöde ist jetzt halt nur, dass wir jetzt nur einen haben. Sonst würde ich sagen, pass mal auf, wir besetzen den Bauhof und dann kann er da reingehen. Ja, Sir, bestätigt. Ja, komm, dran zu kauen, wie? Ja, Sir. Bestätigt. Ja, ich weiß jetzt nicht, unter welchem Gebäude es hier Geld gab, aber unter einem der Gebäude gab es tatsächlich Kohle. Okay, alles klar. Übrigens auch das Explosionsgeräusch. Sehr cool, auf jeden Fall. Ah, da haben wir die Kohle. Sehr gut. Dann schwächt bitte einmal die Kaserne. Damit ihr mal seht, was sich geändert hat, denn es hat sich hier tatsächlich was geändert in der Funktion des Ingenieurs. Erstens, er kann Gebäude jetzt reparieren. Das konnte er vorher nicht. Zweitens, wenn er jetzt zu einem vollkommen intakten Gebäude geht, seht ihr hier, dass die Pfeile rot sind. Das heißt, er besetzt das Gebäude nicht, sondern er sabotiert es tatsächlich. Das heißt, das Gebäude nimmt zwar Schaden und der Invasor oder der Ingenieur wird dabei auch verbraucht und das war es dann auch. Wenn das Gebäude allerdings im roten Bereich ist, also ihr seht das hier, das Gebäude ist voll. Das Gebäude hier hat schon einiges verloren, ist im roten Bereich. Das heißt, da kann der Ingenieur tatsächlich ohne weiteres reingehen und das Gebäude besetzen. Also hier haben sie das ein bisschen realistischer gestaltet. Neue Bauoptionen. Ach, guck mal, ich kann sowieso keinen bauen. Okay, dann hat sich das erledigt. Gebäude verkauft. Klopp machen! Ich liebe dieses
Explosionsgeräusch. Und übrigens, genauso wie es auch im Tiberium-Konflikt der Fall war, habe ich in der letzten Mission nicht gesagt, wenn Gebäude sich tatsächlich, wenn Gebäude aufgebaut werden, dann sieht man das auch, wie sie sich aufbauen. Genauso wie es in der PC-Version des Tiberium-Konflikts der Fall ist. Das wäre auf der PlayStation nicht so. Da wäre es genauso wie beim Tiberium-Konflikt. Erst Phantomgestalt und dann nimmt es langsam Gestalt. Ja. Und das dürfte jetzt der erste Part gerade gewesen sein. Wahrscheinlich habe ich jetzt da einen Zwischenschritt gesetzt. Und ich werde mal eben speichern. Let's play. Er nimmt den Apostroph nicht an, das ist blöd. Aber egal, let's play. Warum ich nicht Allianz dazu geschrieben habe, das kann ich euch sagen, weil hier, Klammern steht da schon. Deswegen kann ich mir das tatsächlich sparen. Also das ist ein Service vom Spiel tatsächlich, was ich sehr schön finde. Da sieht man dann immer stets, wenn ich jetzt zweimal eingebe, ja, Kampagne. Und Klammern steht dann, ja, das ist die Kampagne, das ist die Kampagne. Dann weiß ich sofort, aha, dann kann ich direkt weitermachen. Also das ist schon eine schöne Hilfe. Oh. Ich glaube, der Dennis, als der davon let's played hat, aka Zugzui übrigens, bei dem habe ich das Let's Play tatsächlich geguckt. Ich glaube, der hat damals die russische Basis hier unten nicht auseinandergenommen. Ich werde das allerdings tun, denn wer nimmt denn nicht gerne zerstörte Gebäude? Bin ich mal ganz ehrlich. Ist gut für die Statistik und ja. Bin schon da. Warum sollte man sowas dann also außen vor lassen? Außerdem schwächen wir den Feind auch so nebenbei. Bin schon da. Und ich liebe es einfach, feindliche Dinge zu vernichten. Und vor allem, wie ihr seht, dadurch werden auch andere feindliche Einheiten ja getriggert und marschieren dann los, sag ich mal so. Weil in den Kampagnen ist es ja immer so, dass Einheiten unter bestimmten Bedingungen getriggert werden und dann losmarschieren. Um die Eindringlinge, also mich in dem Fall, aufzuhalten. Wie ihr seht, gelingt es ihnen natürlich nicht. Da haben wir den nächsten Bauhof gleich mal platt machen. Und tschüss. Speicher kurz mal zwischen. Dann haben wir tatsächlich zwei russische Basen hier auseinandergenommen. Einen Außenposten und eine... Oh, fuck! Scheiße. Ja, das sollte nicht passieren. Das mache ich jetzt einmal, um euch extra zu zeigen, was passiert, wenn Game Over kommt. Ich glaube nämlich, dass es immer einheitlich ist. Nee, bis auf eine Mission nicht. Aber ansonsten immer einheitlich, der Game Over-Bildschirm. Der sieht dann so aus. Sehr langweilig, muss ich dazu sagen, ganz ehrlich. Wenn man einfach mal das Symbol des Gegners einblendet, zack, das war's. Okay. Wir laden aber Einsatz dieses Spiel. Geladen. Und Tanja erschießt bitte den Cyberkund. Dankeschön. Nennt sie übrigens Terminator und... warum spielt die Musik jetzt nicht? Hallo? Spiel ja völlig die Musik ab, du Sau! So, danke. Was ist? Muss ich echt noch nachhelfen hier? Alter Mann! Muss doch mitarbeiten. Mann. Unfassbar. Schlimm. So, trotzdem bin ich aber gewillt, tatsächlich... Oh, was ist das denn? Ein besonderes Gebäude der Sowjets. Ich glaube, das ist ein Kommandoposten. Auch den werden wir natürlich platt machen. Einsatz erfolgreich. Hä, was? Das wäre es jetzt gewesen. Ja. Aber zack, Einsatz erfolgreich. Hä? Speichern wir erstmal. Einsatz sichern. Gespeichert. So. Ja, Sir. Dann schreiten wir jetzt mit Tanja weiter voran. Komplett. Also Tanja ist tatsächlich die erste weibliche Einheit im Kommandant-Universum, die gleich erstmal eine reingewirkt bekommt. Sehr schön, der Hund ist verbrannt. Hört sich sadistischer an, als es eigentlich ist, weil eigentlich ist es ein Cyborg-Hund. Achso, normalerweise ist hier ein Raketenwerfer, aber dadurch, dass wir hier schon von hinten angegriffen haben, oh, von hinten, hallo, wurde der schon zerlegt. Problem ist jetzt nämlich, wäre er jetzt geschossen und hätte er Tanja erwischt, wäre sie platt gewesen. Also die Raketenwerfer der Sowjets sind echt verheerend, gerade gegenüber Infanteristen. Und ihr seht richtig, auch die Sowjets verfügen auch über Fallschirmjäger. Auch das ist neu. Damals gab es ja noch, also damals im Tiberium-Konflikt gab es ja noch gar keine Fallschirmjäger. Da gab es das Einzige, was aus der Luft kam, waren eben halt die nervigen Luftschläge der GDI. Was ist? Wer ist denn Nachschlagwippchen? Aber da die GDI ja hier nicht vorhanden ist, gibt es den Luftschlag. Beziehungsweise ich glaube doch, es gibt einen Luftschlag. Aber der Luftschlag ist anders als dieser Luftschlag. Der ist nämlich extrem ungenau. So viel kann ich schon mal verraten. Ich glaube, die Brücke hier können wir gleich zerlegen. Beziehungsweise ich zerlege die eher als letztes. Erstmal ist es wichtig, dass wir eine andere Brücke zerlegen, nämlich die da oben. Das kann ich euch gerne sagen, warum. Weil da nämlich gleich was getriggert wird.
Erstmal werden die beiden getriggert, genau. Die knallen wir erstmal ab. So. Wenn wir jetzt nämlich hier gleich rüber gehen, wird nämlich gleich hier was bekommen. Genau, der russische Panzer hier. Der einfach erstmal rübergeglitten ist und dann sanft abgestürzt ist. Ja. Kann passieren, ne? Gut, dann können wir jetzt in alle sehen, diese Brücke hier zerlegen und schon wieder ein Motorrad. Immer diese Motorräder, ist ja furchtbar. So, und dann können wir jetzt diese Brücke hier noch zerlegen und das war's dann eigentlich mit dieser Mission. Also die Missionen am Anfang sind natürlich relativ simpel. Zack, das war's. Sehr schön. Schon im zweiten Part gefailt und jetzt ist es erfolgreich. Jo. Da hat den Geländewagen glatt mal zerlegt. Alter, 100%, das ist cool. Ich glaube, wir haben alles vernichtet von den Sowjets, die da waren. Das ist doch mal cool. Ja gut, bis auf den Transporter. Der ist aber aus der Karte wieder despawned. So, wir sehen übrigens gerade, dass Deutschland immer roter wird. Finde ich übrigens auch geil. Dänemark und Schleswig-Holstein gehören zusammen. Ist nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz richtig. Tatsächlich war es mal so, dass Schleswig-Holstein tatsächlich mal geteilt war, nämlich in Schleswig und in Holstein. Damals gehörte Holstein nämlich mit zu Preußen, während Schleswig ein Teil von Dänemark war, um kurz mal in die Geschichte meines Heimatbundeslandes einzutauchen. Wir gehen jetzt nach Südpolen wieder. Commander, ich würde Ihnen ja gerne gute Nachrichten überbringen, aber nicht alle unsere Schlachten liefen so gut wie Ihre. Alle G-Zonen in Griechenland sind verloren. Und Deutschland bricht auch zusammen. Aber noch ist nicht alles verloren. Ihr Erfolg hat den sowjetischen Vormarsch in dieser G-Zone verlangsamt. Ihre Zerstörung der Brücken hat den sowjetischen Kommandeur gezwungen, auf einen gewissen Gebirgspass auszuweichen, der Ihnen bekannt vorkommen dürfte. Er setzt alles darauf, dass Sie ihn nicht noch einmal aufhalten können. Zeigen Sie ihm, dass er sich irrt. Stavros? Richten Sie sich auf eine geballte Ladung sowjetischer Panzer ein. Der Stützpunkt, den Sie errichtet haben, steht immer noch. Fahren Sie ihn schnellstmöglich wieder hoch. Wir verlassen uns darauf, dass Sie einen Durchbruch der Roten verhindern. Okay, sind eingetroffen. Jetzt kommen neue Panzer ins Spiel und wie ihr seht, ein weiterer Vorteil der PC-Version im Vergleich zur PlayStation. Denn in der PC-Variation besteht gestoppt. Tatsächlich die abgebaut. Basis weiter. In der PlayStation-Version wäre es tatsächlich so, dass nur der Bauhof übrig wäre. Nichts anderes, nur der Bauhof. Wir müssten alles nochmal von vorne aufbauen und natürlich greifen die Russen auch währenddessen sofort an. Also was ich ziemlich unfair finde auf der PlayStation-Version. Hier ist es besser geregelt, finde ich. Das ist meine persönliche Meinung. Und also hier ist wirklich alles übrig geblieben. Sogar die Einheiten hier, die wir zum Angriff genutzt hatten, sind noch da. Aber genauso angeschlagen wie vorher auch. Also das ist richtig cool, finde ich. Und was ich noch zu den Herrschaften sagen wollte. Warum der eine, also der rechte von dem Herrn in der grauen Uniform, so den Kopf gesenkt hat, als er gesagt hat, ja, Griechenland ist so gut wie verloren. Der Stavros ist nämlich griechischer General, während sein Partner, der uns ja in die Mission einführt, das ist ein deutscher General, nämlich General von Estling. Merkt euch diesen Namen, denn der Name taucht tatsächlich in Alarmstufe 3 nochmal auf. Und irgendwelche Spackos sind gerade draußen unterwegs. Ich habe das Wort Spackos gehört. Tut mir leid. Irgendwelche Leute unterwegs. Die ziemlich laut rumbrüllen. Kein Wunder, dass das Wochenende. Ja, Sir. Ja. Ich baue ja schon Flak. Ja. Ist doch gut, Mensch.
hab die Message verstanden, die Penne. Einheit bereit. Ja, für uns heißt es jetzt erstmal leichte Panzer bauen. Übrigens auch das Bild dürfte euch bekannt vorkommen, denn es kam tatsächlich auch schon im Tiberium-Konflikt vor. Auf Seiten der Bruderschaft von Nord, das ist nämlich die Faust von Nord. Hier gibt es übrigens auch den mittleren Panzer. Und zusätzlich zu dem mittleren Panzer gibt es hier jetzt auch den schweren Panzer. Und der schwere Panzer wird unser erster fahrzeugmäßiger Gegner der Russen sein. Das ist nämlich der Panzer, den wir vorhin in der Cutscene gesehen haben, der zwei Geschütze, also zwei Geschützrohre hat, ein riesiges Fahrzeug. Zwar nicht so gefährlich wie noch ein gewisser anderer Panzer, den wir aus dem Tiberium-Konflikt kennen, der auch noch hier auftauchen wird. Wird gebaut. Aber wie gesagt, das kommt alles noch. Erstmal müssen wir mit unseren leichten Panzern die Sowjets aufreiben. Wird gebaut. Eigentlich sind die leichten Panzer ziemlich schwach. Die sind zwar ideal für die Aufklärung, aber das war es also ziemlich auch schon, weil die sowjetischen Fahrzeuge ziemlich schwer sind. Die Alliierten gehen hier eigentlich dem Prinzip von Nott nach. Die setzen hier mehr auf leichte Fahrzeuge, während die Sowjets sich mehr nach der GDI richten. Also die verwenden eben schwere Waffen. Angegriffen. Bis auf eben mal der Raketenwerfer. Der ist nicht schwer gepanzert, aber dafür schwer bewaffnet. Finde ich zumindest mit Raketen. So, und wir haben gerade eben die Flugzeuge abgeschossen. Das sind übrigens die Yaks, die tatsächlich auch damals in Wirklichkeit existiert haben. Nämlich im Zweiten Weltkrieg kamen sie zum Einsatz. War, glaube ich, Rivale zu der Me 109, wenn ich mich nicht irre. Also der Messerschmitt 109. Ein deutsches Flugzeug, das am meisten gebaut wurde. Ich glaube sogar überhaupt insgesamt im Zweiten Weltkrieg am meisten gebaut wurde. Neben der Spitfire der Engländer, also der Royal Air Force. Und auch die Geschütztürme kommen euch sicherlich bekannt vor, wenn ihr den Tiberium-Konflikt gesehen habt. Falls nicht, ist es auch nicht schlimm. Auf jeden Fall kommt diese Einrichtung auch dort vor. Der Bunker allerdings ist neu. Und auch der Bunker wird uns noch erhalten bleiben, zumindest auf Seiten der Allianz. Die Russen haben nämlich keine Bunker. Also jedenfalls nicht solche. Warum baue ich jetzt eigentlich einen Bunker, wenn ich einen Silo bauen wollte? Wird gebaut. Ich weiß es nicht. Wird gebaut. Oh Mann. Konstruktion. Machen wir hier nämlich mal die Lücken, die Löcher zu. Konstruktion. Dann bin ich mal gespannt, wann der erste Panzerangriff erfolgt. Ja, das habe ich mir gedacht. Ich teile mal die Sammler wieder in Teams ein. Warum mache ich das? Das kann ich euch gerne erklären. Wie ihr ja wisst, sind die Sammler sehr wichtig für uns, um neue Kohle ranzukriegen, wie ihr ja schon gesehen habt. Wäre denen nämlich so, dass die Panzer angegriffen... Ja, nicht die Panzer, sondern dass die Sammler angegriffen werden tatsächlich. Und ich sehe das, ich habe keine Truppen in der Nähe. Dass ich dann die Sammler so schnell es geht dann zur Basis abziehen kann. So verhindere ich nämlich so schnell es geht, dass sie zerstört werden. Also so kann man schnell eingreifen, ohne dass ich die großartig auswählen muss oder einen Rahmen ziehen muss. Und das spart dadurch Zeit. Deswegen. Wichtige Zeit vor allen Dingen. Übrigens, was auch neu ist, wenn die Sammler beschädigt werden zu einem bestimmten Grad, also wenn sie jetzt in den, sagen wir jetzt mal, in den roten Bereich kommen, also ziemlich schwer beschädigt werden, erstmal sind sie natürlich langsamer, ganz klar, aber was sie von den Tiberium-Sammlern aus dem Tiberium-Konflikt unterscheidet, sie reparieren sich bis in den schwachen grünen Bereich, sage ich jetzt einfach mal so. Also über den gelben bis in den grünen Bereich reparieren sie sich selbst. Den Rest kann man dann über die Werkstatt erledigen. Muss man aber nicht unbedingt machen. Also der Sammler repariert sich zu einem bestimmten Teil selbst. Tatsächlich. Und das finde ich auch, ist eine sehr schöne Eigenschaft, die sich aber leider im Tiberium-Universum und im Alarmstufe Rot-Universum nicht fortsetzt. Also das ist in Alarmstufe Rot 1 einzigartig. Ich glaube, danach kommt das nicht mehr vor. Übrigens, von dem Alarmstufe Rot-Universum gibt es momentan 3 Spiele. Und immer ist es hauptsächlich ein Kampf zwischen den Sowjets und den Alliierten, beziehungsweise der Allianz. So, das ist die Radarzentrale. Die hat allerdings für die Allianz, ja bis auf das Radar, keine besondere Funktion, weil bei der GDI war es ja wie gesagt so, dass man so den Zugriff auf die auf den Luftschlag erhielt, wenn alle Flarak-Stellungen zerstört waren. Dem ist hier nicht so. Hier bekommt nur eine Seite den Luftschlag und das sind die Sowjets. Einheit bereit. Ihr Einsatzfahrzeug. Und da hören wir es gerade. Der erste schwere Panzer, beziehungsweise eigentlich der zweite schwere Panzer, aber der erste, der In Ordnung. Erwarte Ihre
offiziell in einer Aufbaumission vorkommt. Ja, Sir. Ja, der wurde einfach mal glatt überrollt. Das ist doch in Ordnung. Ja, Sir. In Ordnung. Ihr dürft auch gerne helfen, so ist es nicht.